Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17 hier in Losbeck bei Tante Ilse. Ja, Ilse hatte ja letzte Runde hat sie Saat gekauft. Die haben wir gerade aufgeladen. Und jetzt wollen wir gleich auf dem Hof und mal die Drillmaschine voll machen. Damit Hänschen weiterkommen. Mal eben Fritz Bescheid sagen. So, Fritz. Ja, ich hab aufgeladen. Ich nehme die mit. Bezahlen was auch mit Ilse, ne? Ja, wie üblich. Ja, so ist hoch. Ja, muss los. Mit noch ein bisschen was schaffen müde. So. So, schmied ihm an. Oh ne. Hört jetzt all los schon. Oh ne, du. Ja, Tante Ilse. Ich soll nach Fritz die Saat holen. Ja, meinst, wo ich schon lange bin, habe ich schon lange aufgeladen. Für so einen Weg zurück. Das wird auch langsam Zeit, sagt sie. Ja, und Hänschen, was? Hänschen ist mal eben weg. Ich soll die Drillmaschine voll machen und dann weiter drillen. Erstmal anfangen. Ja, wenn du da meinst, ist das okay. Dann machen wir das so. Jo. Ne? Oh, hätte sie doch entbaut hier. Ja, mache ich. Ja. Ja, ist gut, Tante Ilse. Das Dünger willst du auch noch kaufen. Soll ich auch noch holen nachher. Und dann zusehen, dass das mit den Flügen vorangeht. Ja, ist gut, mache ich. Ja, seh zu. Tschüss. Oh Mann, ey. Naja, von mir aus. Lass er machen. Lass er machen. Die muss zusehen, dass der Hafer hier runterkommt oder was das ist hier. Roggen oder so. 13 Uhr. Oh Gott, oh Gott. Na, wollen wir erst mal sehen. Wird Hänschen bestimmt zu seinem Hof hin. Der hat nämlich auch noch genau um Ohren. Dass auch keiner dem hilft. Auch sein Vater, aber der kann auch nicht mehr so, ne? Naja. Hier muss noch Gülle rauf. Die anderen beiden haben wir gegüllt da hinten. Die Beine liegen noch auf dem Arm. Da sind wir ja schon. Wir müssen mal zusehen, dass wir irgendwie mal eben die Hänger hinstellen. Da hinten davor am besten. Da können wir den Rest nämlich da reinpuckeln. So, das passt. Na. Mal eben eine da rein. Das Zeug, das muss auch wieder weg. Das kostet alles Kohle, ey. Erstmal einen in die Drille rein, wa? Gar nicht, Deckel abmachen. Ist jetzt voll oder was? Jo.
erstmal eben abladen. Den schieben wir da hinten rein. Und 300 drin, nehmen wir als letztes. Scheiße, ein Kram alleine hier, du. Dreck noch mal abschmieren. Da kommt die bestimmt auch demnächst gleich wieder mit. Warum ist die Olle Hafer noch nicht runter? Ne, die weiß ja selber schon nicht mehr, was noch aktuell ist und was nicht. Aber naja, wird wie mal kicken. Den irgendwann anders stellen, ja gerade auch nicht. Oder? Mit der Bogenraptor. Ja. Nee, dann musst du ihn da genau einklinken. Hat ja auch Platz genug hier. Der Mais muss runter da hinten. Habe ich auch gesagt. Ich sage hier mit dem Maisschneidwerk. Ich glaube, das passt nicht. Keine Ahnung. Muss er sich ein anderes kaufen, wenn sowieso mehr Mais machen will. Oder eins leihen vom Maschinenring, wenn die eins für einen Pfand haben. Ich weiß auch nicht. So, dann haben wir runter. Na, komm her, hier. So. Das war ein Satz mit X. Das war nix. Den holen wir uns hier. Komm her, kipp nochmal um ihn. Nochmal. Dann hab ich die Licks, Junge. Na? Nee. Jo, so wäre es genau richtig, Junge. Das ist Arbeiten, wa? Keine 5 Minuten Ruhe hier, du. Mann, du. Ja, Tante Ilse.
wie weit ich bin. Ich habe die Big Packs gerade reingepackt hier in der Saathalle. Soll zusehen, dass ich zum Drillen komme. Wieso? Hänschen gleich wieder kommen. Ja und? Da muss er halt 5 Minuten warten. Überleg mal, ich bin hier ganz mutterseelen alleine. Sehen wir zu, dass dein Karl-Heinz wieder aus dem Knast kriegt oder was. So wie ich ein bisschen was machen kann. Das soll... Lass mal meine Sorge sein, sagst du. Ich sag, ja, von mir aus. Trotzdem kannst du gleich zusehen, wie du hier Leute kriegst. Dann bin ich verschwunden, ehrlich. Ne? Ja. Ja, ich fahr jetzt drillen da hinten. Gerste. Ja, von mir aus Gerste, wenn du willst. Ist mir auch egal. Ja. Ja, ist gut, sieh zu. Was? 15 Uhr ist Kaffee trinken. Du, ich weiß nicht, ob ich das schaffte. Keine Ahnung. Entweder drill ich jetzt oder nicht. Ne? Ja, ist gut. Seht zu. Tschüss, bis dann. Boah, Alter, die alte. Die Junge, geht die an um den Senkel. Die soll mal ehrlich mal nach Hedwig fahren oder was? Habe ich hier meine Ruhe auf dem Hof? Dann schaffe ich auch mal was weg. Hier muss Dünger rauf. Hoffentlich hat. Ja, Dünger hatte ich sogar gekauft, hat sie gesagt. Müssen wir auch holen, unbedingt. Und Streuer. Ich glaube, das hatte ich ja geeckt da hinten jetzt. Den anderen Scheiß, da hole ich mir einen Packer gleich, da frag die gar nicht. Da muss auch Dünger rauf. Die Rüben müssen aus der Erde hier. Alter Schwede, du. Das mit dem bisschen Scheiß schon viel zu viel hier. Da müssen wir noch flügen, wenn noch richtig was runterkommen soll. Gülle rauf flügen. Das war gegrubbert, aber wie gesagt, vom Vorgänger noch, das liegt schon ein bisschen alles, der ganze Scheiß. Da müssen wir noch einmal durch hier. Die kann, ist Gerste eingestellt? Ja, ist. Alles klar, Rob. So. Und ja, und da hinten hau ich mir einen Packer ran. Ja, dann man tau. Mal los, Junge. Das wie was eine Eier kriegt hier. Mensch, 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 Meier, da. Haben die das Schild eigentlich schon wieder hingestellt da? Ja, sieht so aus. So, hatte Ilse ja mit dem Bürgermeister geschnackt hier. Karl-Heinz den ganzen Kram über Kopf gefahren, steht wieder, siehst du? Hat auch noch wieder gekostet, ne? Ist auch nicht knapp, Straßenmeierei hier.
ich habe eine schöne Dings gesehen, letzt auf einer Ausstellung. Andere Drille noch. Von Kuhn, die war cool. Vorne mit so einem Düngerpott vorne dran und all so ein Kram. Mal sehen, ob, ob man sie überreden kann, ob sie sich die holt. Die ist auch noch ein bisschen breiter, ich glaube 1,50 Meter breiter oder so. Das wäre schon nicht schlecht für diese Dinger hier. So mal mit Fritz schnacken, ob sie das Ding hier wieder in Zahlung geben kann. Ich glaube, die düngt auch gleich mit die erste Runde hier. Kann man sich sogar zur Not, wenn du einen Trecker hast mit genug Macht, kann man sich da auch eine Kreiselecke noch vorhängen. Aber die muss extra kaufen denn. Naja, für diese Flächen geht das ja erstmal. Hauptsache immer was drin in der Erde, ne? Die erste Happy hier. Ja, da achtet man die Stücken nicht mit Wirken, ob die. Junge, Junge. Gülleföhren, du. Oh, Junge, Junge. Ja. Aber naja, was wollt morgen? Man muss erstmal das nehmen, was man hat, ne? Und wenn Tante Ilse sagt, hat Gift nicht, dann Gift hat nicht. Weiß ja nicht, was die vorhatte. Keine Ahnung. Aber das ist mir auch egal, das wisst ihr mittlerweile. Schön wäre mal, wenn die jetzt echt nach Hedwig fährt und mal ein bisschen die Schnauze hält, ne? Sie einmal in Ruhe lässt, dann packt man auch mal ein bisschen was hier. Dann kommt hier auch was zustande. Karl-Heinz weiß ich nicht, ja, Helfer. Am besten noch einen. Und Hänschen kann ja auch nicht immer. Ist aber das Dumme. Denkst du vor den ganzen Scheiß alleine, dumm. Aber mal sehen, wann die erst kann noch werden, ne? Hänschen ist gut, da kannst du immer so mit anfangen, der kann das. Ja, guck mal, die Eckdinger, den ganzen Kram nochmal durch jetzt, ne? Total bescheuert sowas. So, oh Leute, ich sehe gerade wieder. Zeit ist wieder im. Das geht dann in der nächsten Runde weiter, hier mit Ilse und mit uns. Mal sehen, was da noch mal rauskommt. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich drehe den hier noch ein bisschen weiter, bis Hänschen kommt. Und dann, ja, mal sehen, was in der nächsten Folge passiert, ne? Das geht immer so weiter. Ja, bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit und seht euch, euer Butcher. Tschüss.